So, zu dem Thema direkt mal ein allgemeines Beispiel. Wir haben eine beliebige Sprache A und die wollen wir in eine beliebige Sprache B übersetzen. Und wir haben uns dazu auch einen Compiler geschrieben und dieser Compiler ist geschrieben in der Sprache Python. So, jetzt haben wir aber ein Problem. Wir können ja Python gar nicht ausführen, weil Python ist ja kein Maschinencode, ist ja Python-Code. Das heißt, wir brauchen erstmal einen Python-Interpreter. Wie würde so ein Python-Interpreter aussehen? Ein Python-Interpreter bekommt als Eingabe Python-Code und gibt als Ausgabe Maschinencode raus. So, und dieser Compiler sozusagen, der Python-Code bekommt und Maschinencode rausmacht, also der Python-Interpreter in diesem Fall, ist natürlich auch in irgendeiner Sprache geschrieben, aber die ist uns jetzt erstmal egal. Wichtig ist der Punkt, dass wir hier einen Compiler haben, der in Python selbst geschrieben ist. Und wir aber, um diesen Compiler hier selbst auszuführen, brauchen wir einen Python-Interpreter, der eben Maschinencode ausspuckt, der dann auf der CPU ausgeführt werden kann. Und als offizielles T-Diagramm stellt man das dann auch so ähnlich, wie es hier ist, dar. Ich finde noch ein bisschen schwieriger. Tatsächlich sieht das Ganze so aus. Und man muss sich dabei merken, dass diese zwei Dinger hier zusammengehören. Nicht diese zwei, sondern diese zwei Dinger hier gehören zusammen. Das heißt, dass das, was hier steht, als Eingabe hier benutzt wird, um das hier als Ausgabe rauszubringen. Wollten wir das hier als Eingabe benutzen, dann müssten wir unser T-Diagramm so zeichnen. Aber das nur am Rande. Also wie gesagt, diese zwei hier gehören zusammen. Ich würde es normalerweise weiterhin untereinander schreiben, aber man sollte sich am besten an diese, ich sag mal, offizielle Notation gewöhnen. Aber gut, wie geht's jetzt weiter? Also wir haben jetzt hier unseren Interpreter unseren Python-Interpreter, der Python-Code nimmt und ihn für uns in Maschinencode umwandelt. Und weil so ein Interpreter relativ schwer zu schreiben ist, haben wir C++ genommen, um den zu schreiben. Und ich hoffe, ihr seht schon das Problem. Der Prozessor kann natürlich auch keinen C++-Code ausführen. Das heißt, was wir brauchen, ist etwas Neues. Diesmal brauchen wir was C++-Code in Maschinencode umwandelt, damit wir das ausführen können. So. Und auch hier stellt sich wieder die Frage, ich nenne es mal Compiler, meinetwegen auch Interpreter, ist ja beides möglich, ist natürlich auch wieder in irgendeiner Sprache geschrieben und wir gehen mal davon aus, der ist in C geschrieben. Dann haben wir natürlich wieder dasselbe Problem und brauchen hier wieder was Neues. Und diesmal müssen wir wieder C in Maschinencode übersetzen. Und weil aber ein C-Compiler relativ leicht zu schreiben ist, gehen wir mal davon aus, dieser C-Compiler ist in Maschinencode geschrieben. Und dann sind wir schlussendlich am Ende. Jetzt haben wir endlich ein Programm am Ende, was auf der CPU laufen kann. Das heißt konkret, um diese Sprache A in die Sprache B zu übersetzen, mit einem Code, der in Python geschrieben ist, brauchen wir dann das hier, um dann das auf dem hier laufen zu lassen, um es auf dem laufen zu lassen, damit wir schlussendlich die Sprache B rausbekommen. Das ist, ich denke, so ein typisches Beispiel, wie man so eine Art hierarchisches Kompilieren. Also das eine wird in ein bisschen einfacher umgesetzt, wieder ein bisschen einfacher und irgendwann sind wir hier auf so einer ganz primitiven Sprache. Ich stelle mir das auch gerne so in dieser sehr inoffiziellen Form vor. Also ich habe das noch nie gesehen, aber ich stelle mir das selber so vor. Wir haben hier oben die zwei Sprachen. Die werden sozusagen mit Python bearbeitet und um Python zu verarbeiten, brauchen wir C++. Und um C++ zu verarbeiten, brauchen wir C. Und um C zu verarbeiten, brauchen wir Maschinencode. Wenn ich jetzt diesen Stapel hier zeichne, der ist nicht so aussagekräftig wie dieses hier, aber ich finde, es ist auch sehr anschaulich so gezeigt eben, dass du von hier nach da und von hier nach hier zu kommen, musst du dann Python, musst du C++, musst du C, musst du Maschinencode haben. Was jetzt aber ein Fallstrick ist, wo man nicht reinfallen sollte, ist, du brauchst nicht für jedes Kompilieren diese ganzen Dinger hier. Warum nicht? Wenn wir jetzt diesen Compiler hier einmal hier reingetan haben, dann kommt ja Maschinencode raus. Das heißt, was rauskommen würde, Moment, ich mache mal hier so einen Pfeil, wenn wir den Compiler hier einmal als Input reingegeben haben, dann würden wir das hier als Output rausbekommen. Und genauso könnten wir das hier da rein tun und würden das hier als Output rausbekommen. Und schlussendlich tun wir das rein und dann, wenn wir gut sind, haben wir am Ende diesen Compiler hier. So, ich hoffe, das war jetzt nicht zu schnell, aber da gibt es noch eine Aufgabe dazu. So, unser nächstes Beispiel. In diesem Fall haben wir keine Treppe mehr, wie wir das eben haben, sondern in diesem Fall haben wir sowas hier. Und wir gehen einfach mal durch, wie wir das zu lesen haben. Erstmal kurz vorweg, der Hintergrund ist ein bisschen anders. Bei diesem Bild, was ich eben gezeichnet habe, ging es darum, um dieses Ding hier auszuführen, brauchen wir das hier. Um dieses Ding hier auszuführen, brauchen wir das hier. Und um dieses Ding hier auszuführen, brauchen wir das hier. Ich finde, von der Sichtweise sieht das hier, ist es ein bisschen was anderes. Was wir hier versuchen ist, wir versuchen einen Compiler in einen anderen umzuwandeln. Ich springe nochmal. Das ist das, was ich hier eben ganz kurz am Ende erklärt habe.
So, aber bevor wir jetzt hier tiefer reingehen, ich finde, das hier ist ein bisschen einfacher zu sehen, weil hier ganz eindeutig klar ist, dass diese zwei hier zusammengehören. So, aber was passiert hier? Also wir haben zuerst mal diesen Compiler hier. Der bekommt C++ als Input und spuckt Maschinensprache aus und ist in der Sprache P geschrieben. Jetzt können wir uns aber vorstellen, wir können diese Sprache P nicht ausführen. Wir haben keinen Interpreter für die Sprache P. Wir haben aber einen Interpreter für die Sprache PC. Also müssen wir irgendwie dafür sorgen, dass das, was hier in P geschrieben ist, in PC umgewandelt wird. Ich mache das hier mal grün. Oder doch lieber blau. So, und an dieser Stelle kommt dieses Ding hier unten ins Spiel. Und zwar, was wir bekommen, ist als Input ein Programm, was in der Sprache P geschrieben ist. Dieses hier bekommen wir als Input rein. Das muss kein Compiler sein. Das kann ein beliebiges Programm sein. Und dann macht er irgendwas und am Ende kommt der PC-Code raus. So sieht das dann aus. Also wir tun P-Code rein und es kommt PC-Code raus. Also eigentlich auch ein typischer, ja, Compiler sozusagen. Das heißt, jedes Programm, was in P geschrieben ist, ist nachher dann in PC geschrieben. Ohne dass wir es in PC selber schreiben mussten. Wir haben einfach nur alle Befehle von hier entsprechend auf die Befehle, Entschuldigung, alle Befehle von P entsprechend auf die Befehle von PC umgemappt sozusagen. Das ist, was dieser grüne Compiler hier unten macht. Und weil wir das eben machen, können wir dann einen Compiler, der vorher, oder ein Interpreter, sage ich mal, oder ja, in diesem Fall doch eher Compiler wegen C++, wenn dieser Compiler in P geschrieben ist und wir dieses Programm, dieses Compiler-Programm eben in diesen hier reintun, dann kommt am Ende PC-Code raus. Die Logik ist ja immer noch dieselbe. Er wandelt ja immer noch C++-Code in Maschinencode um. Nur die Sprache, die zugrunde liegt, ist jetzt PC-Code. Was auch immer PC und P-Code sein mag. Und jetzt brauchen wir nur noch einen PC-Interpreter. Und ich mache das mal hier so als Box, vielleicht mit einem Maschinencode unten drunter, weil der Interpreter ja läuft auf der CPU. Und dann können wir, oder vielleicht ordentlich mal in Blau, also es ist eigentlich ein T hier. Und dann können wir diesen Compiler nämlich auch endlich ausführen. Und das, obwohl wir keinen P-Compiler, kein P, ja, Interpreter sozusagen haben. Achtung, ich springe nochmal. Und das ist, was dieses Ding eigentlich nur darstellen will. Dass wir einen Compiler, der schon da ist, mit Hilfe eines anderen Compilers in eine zweite Sprache übersetzt haben und jetzt diesen hier benutzen können. Es könnte natürlich auch sein, dass dieser Compiler hier eigentlich in C++ geschrieben ist und dann bräuchte man hier nochmal was. Was dann vielleicht in Maschinencode geschrieben ist und Maschinencode ausspuckt. Also das kann man hier noch beliebig komplex weitermachen. Aber nur soweit das als Information, wie dieses Ding hier zu lesen ist. So, ein weiteres Beispiel mit unserem T-Diagramm in Verbindung mit einer schönen Aufgabe. Und zwar erstmal erklären, was wir hier sehen. Wir haben Input C++, Output C. Dann haben wir einen zweiten Compiler, Input C++, Output Maschinencode. Wenn man das als ganzes Paket betrachtet, dann wird hier C++-Code in Maschinencode umgewandelt. Damit jetzt unser C, also übrigens, die Compiler sind beide in C geschrieben, das kann natürlich nicht direkt ausgeführt werden. Und ich habe es mal hier ein bisschen abgekürzt und gesagt, wir haben jetzt hier unten einen Interpreter, der bekommt C und macht daraus Maschinencode. Dadurch können wir dann beide Compiler ausführen. So, das ist unser Ausgangspaket, sage ich mal. Und was wir wollen als Ziel ist das hier. Die Frage ist jetzt, wie kommen wir hiervon hierhin? Ich gebe gleich die Antwort in dem Video, aber ich empfehle euch am besten, es selbst zu probieren, weil wenn ihr es wisst, dann könnt ihr es nicht mehr selbst versuchen. Und es ist eigentlich echt nicht so schwer. 3, 2, 1, los! Wir haben hier eine typische Cross-Compiler-Geschichte. Wir fangen mal mit dem Ding hier an. Wir wollen aus diesem hier den da machen. Das heißt, wir haben den Compiler, der bekommt C++, gibt C-Code raus und ist in C geschrieben. Als Ergebnis wollen wir haben einen Compiler, der ist in C++, gibt C-Code aus und soll in M geschrieben sein. Was wir also jetzt brauchen, ist ein Compiler, der C-Code reinkriegt und Maschinencode ausspuckt. So am besten in einer anderen Farbe, damit das besser zu erkennen ist. So. Und zufälligerweise haben wir so ein Ding ja sogar hier. Das heißt, wenn wir den einfach benutzen, dann bekommen wir genau das hier raus. Das bedeutet, diesen Compiler hier, oder ich finde, das ist immer so schwer, dieser Teil hier, das ist, für mich ist das die Implementierung, das ist Input-Output, hier ist die Implementierung. Diesen Teil tun wir hier rein und der wird dann in Maschinencode umgesetzt. Und dann haben wir, das Programm selber hat sich ja nicht geändert.
Dann haben wir nämlich genau diesen hier C++ rein, C raus, aber jetzt in M geschrieben. Oder eben hier mit dieser Darstellung, dieser Compiler geht als Input in diesen Compiler hier rein und der produziert mir dann diesen Compiler hier. Also dieses ganze Gedöns hier ist ja der Output von diesem Compiler hier. Und wenn wir das dann fertig haben, dann können wir einfach diesen hier, den zweiten, nehmen und in sich selbst reintun. Weil auch hier wieder, der Compiler selbst ist ja einfach nur ein ganz normales in C geschriebenes Programm. Und ein C geschriebenes Programm können wir in ein Programm reintun, was C in Maschinencode umsetzt. Nämlich sich selbst einfach. Und dann, ich spare mir mal das Hinmalen, haben wir genau dasselbe wie hier, nur dass eben an dieser Stelle dann nachher das hier rauskommt. Ich hoffe, das ist nicht so schwer gewesen und einigermaßen klar bei Fragen in die Kommentare. Und damit soll es das dann auch schon gewesen sein. Dieses, ich glaube, 20-minütige Gruppenvideo. Vielen Dank fürs Schauen. Ich hoffe, es hat geholfen.